Moin Leute, jetzt ist hier soweit eine neue Folge unseres Osmanischen Reich. So, letztes Mal haben wir erfolgreich das Heilige Römische Reich aufgelöst. Endlich mal. Jetzt geht's aber auch schon weiter. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Nochmal eben schauen. Genau, wir müssen jetzt hier noch ein bisschen den Kongo besetzen. Genau, den erobern wir als nächstes. Hier haben wir die Armee gleich besiegt. Dann sind die Ming auch schon wieder dran. Und England, glaube ich, wollten wir machen. Ne? Genau. Russland müssen wir auch angreifen. Das wäre jetzt das nächste. Wie viele Truppen haben die nochmal? 36.000. Okay. Da würden theoretisch erst mit zwei Armeen reichen. Das können wir machen. Wir müssen jetzt Frieden machen mal mit Silly und so. Das sind wir jetzt bei 72%. Wir haben alle keinen Bock mehr. Mal gucken. Wenn ich jetzt das alles nehme. Na, kann ja passieren, dass sehr viele wieder in die Koalition reinkommen, ne? Ich weiß auch nicht mehr, wer alles überhaupt noch Frieden hat oder keinen Frieden hat. Das weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr. Ich habe da keinen Überblick mehr so richtig. Sehr schwierig. Bis jetzt alle einzeln durchschauen, wenn ich das wollte. Aber will ich eigentlich gar nicht. Ich könnte noch Einzelfrieden machen jetzt. Das wäre noch eine Möglichkeit. Ja, wir könnten jetzt eigentlich auch Russland angreifen. Grenzdisput. 75 Kosten mit der Eroberung von Gebieten und 75% Aggression. Okay, das nimmt sich nichts mit dem hier. Für alle Provinzen. Eingeschlossen in die Lage, okay. Ne, dann würde ich dann direkt auf Imperialismus gehen. Opole kommt dann mit. Wie wir da gerade stehen haben. Wie viel hatten Opole eigentlich an Truppen? Was habt ihr so zu bieten? 20.000. Okay. Ja, würde ich sagen, greifen wir jetzt noch direkt die an, oder? Geht's da direkt weiter? So, in der Hauptstadt. So. Festung. Wir müssten eigentlich zuerst auf die Festung gehen. Und du läufst mal sicherheitshalber hinterher. Wo weiß er nie? Ja, der ist jetzt exiliert, das war klar. Ist okay. Dann können wir. Obwohl, da reicht eigentlich auch einer. Dann laufen wir hier hoch. So, die belagern hier. Wo läufst du hin? Du läufst darüber, das ist okay. Jo, jetzt brauchen wir erstmal wieder einen Typen. Der hier, was machst du hier? Ist hier irgendwo Unruhe oder warum stehst du da rum? Unten ist ein bisschen. Arabische. Oh, was kann man hier bauen? Reisezeit gesandte diplomatische Reputation wäre natürlich auch so eine schöne Sache, ne? Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, obwohl, naja. Weiterwandansprüche braucht man nicht. Mehr diplomatische Beziehungen wäre halt ganz cool, aber es kostet halt 5.000, ne? Brauchen wir das? Nicht wirklich eigentlich, ne? Muss es sein? Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. So, jetzt müssen wir mal eben schauen. Gegen wird immer noch nicht annektiert. Oh Mann. So belastend. So, hier drüben müssen wir noch die Armee besiegen, genau. Der bereitet sich auf die Ming vor. Wie viel habt ihr überhaupt? Was macht ihr überhaupt? 91.000. Ja, da reicht das ja.
Wann können wir denn wieder? Dezember schon direkt? Sehr gut. Und hier müssen wir noch Armee rüberbringen. Die haben so viele Truppen hier irgendwie. Genau. Was machst du? Du stehst da doof rum. Dann geht er auch noch hier rüber. So. Und du gehst darüber. Okay, das passt. Kann man so lassen. Okay. Wie schaut es eigentlich hier aus? Haben wir noch irgendwo Krieg? Noch nicht. Der Besetzer die Festung, das ist super. Das ist schlecht. Huren wollten wir angreifen, oder? Ich glaube schon, ja. Das wären so die nächsten. Oder? Oder Miami, weil die da so stehen. Mit den Irokesen? Nee. Doch, die wollte ich angreifen. Wieso steht die denn da? Venro. Was sind die hier drüben? Ach so, okay. Dann laufen wir hier hin. Wie viele Truppen habt ihr? 24.000 ist ja nichts. Nicht ist das. Also wie ich die hier rauskriege, weiß ich auch noch nicht. Das ist ein Problem. Müssen wir mal schauen. So, gucken wir mal, wie die Schlacht verläuft. Das sollte ja eigentlich kein Problem sein an sich. Wenn ich das richtig sehe. Das hat Transgrenz hat Russland an den Krieg erklärt. Das ist ja super. Machen die auch noch ein bisschen mit. So, erfolgreich die Armee besiegt, das kostet wieder einen Haufen Manpower. So. Wo sind ja meine Schiffe? Habe ich da keine mehr? Oder was ist los? Was sind hier drüben? Ja, dann würde ich mal behaupten, dass du hier rüberkommst, ne? So. Wie wir denn da rüber schippern können. Oh, die war gar nicht an. Hm. 4. Dezember erst. Ein bisschen spät. Machen wir es so. Das passt dann hoffentlich. So, Fars würde ich gern angreifen. Das geht erst 1716. Transoxian mit Homus und Buriaten. Das geht eigentlich, ne? Das geht eigentlich. Aber die haben halt so viele Truppen. Da müsste ich ja erstmal einen Haufen Armee aufstellen. Das ist das Problem. Ich glaube, die habe ich nicht so viel auf der Stelle. Okay, bleib erstmal da. Da müssen wir dann irgendwo noch Truppen abziehen. Ich weiß noch nicht wo. Müssen wir mal schauen. Okay. Haben wir hier hinten noch irgendwas? Tun, da unten sind noch Rebellen. Akkadische und syrische. Ah, okay. Kommen noch syrische. Hier. Gehen wir darüber. Der hier läuft da oben hin. Okay. Soll mir auch echt sein. Ah, die Ming ist beendet. Sehr gut. Gerard hat seinen Absolutismus zu Ende. Wir haben hier noch diverse Nationalisten. Hm,
könnten jetzt die Ming angreifen, aber die sind, glaube ich, noch im Krieg, ne? Genau. So, hier. Können wir auch hier rüberlaufen? Jo. Nehmen wir doch erstmal Konstanz raus, ne? Kriegsreparation und Geld. Danke. Einmal einen Tag laufen lassen, danke. Nehmen wir noch Magdeburg raus. Machen wir das ist Kläuge. Ja. Rebellion in Ägypten? Sauerei. Kaga und Tarana. Wo ist das denn schon wieder? Tarana ist da. Kaga. 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 Zum Teufel ist Kaga. Ich sehe es nicht. Ich sehe es gerade nicht. Moment. Ist das? Ach, mit H. Kaga. Ach, hier hinten. Ah, oh, muss denn das so viel sein? So ein Mist. Gehen die Dinge jetzt weg, die syrischen? Gehen zurück, ne? Wo sind sie denn? Da. Ja. Okay. Da brauche ich da leider noch eine Armee, befürchte ich. Ah, es ist wieder blöd, ey. Habe ich da wieder blöde Nationalisten drin? Das ist ja wieder total ärgerlich. Hier sind nochmal Partikularisten. Na bäh. Was sind das alles? 27 und 28. Okay, das könnte einer alleine schaffen. Ich würde es erstmal offen lassen. Ich sagen. Oder? Könnte das ja erhöhen. Ja, wir sind ja gerade ein bisschen niedrig. Vielleicht nicht. Was? Nee, nichts Militärzugang. So weit kommt's auch. Nö, nö. Ach, guck mal, wer da ist. So, okay. Besetzt. Wir müssen hier diese Festung noch besetzen. Beziehungsweise. Ja, doch. Besetzen diese Festung. Das ist erstmal wichtig. Ah, jetzt bleibt er schon wieder da stehen. Ich hasse es. Immer das Gleiche. So, haben wir noch. Diplomaten, jede Menge. Sehr gut. So, Huronenkrieg erklären, Imperialismus machen wir da wieder. Drufter. Dann machen wir hier noch Frieden mit ein paar Leuten. Kleve zum Beispiel. Da würde ich auch gerne das Geld nehmen. Danke. So, wer ist das? Brabant. Nee, das ist von Utrecht besetzt. Flandern. Ah, Flandern. Kann man das nehmen? Ah, nee. Ich bin schon bei 100 Tribut. Bedienung. Okay. Oh, ich sehe gerade. Oh, das ist teurer geworden, oder? Machen wir mal weniger. Sind das jetzt zu teuer geworden? Auch wegen der Korruption wahrscheinlich. Oh ja. Und wir sind ein bisschen über den Gilmus, aber das geht eigentlich. Das ist halt die scheiß Korruption, ne? Aber da müssen wir durch. Das nützt leider nichts.
Den haben wir gleich durchkonvertiert. Sehr gut. Lass mir durchschauen. Nicht, dass ich irgendwo eine Handelshaus gemacht habe. Das wäre sehr ungünstig. Müsste hier eigentlich auch noch was rausnehmen. Wenn ich jetzt eine richtig böse Einheit rausnehme, ist auch schlecht. Dann, ich bin jetzt schon bei 101%. Und das hier ist halt auch schlecht, da fehlt mir Geld. Ist dann auch wieder ein Problem. Verdiene auch nur 60 von den Vasallen, das ist echt nicht viel. Irgendwie. Die machen alle kein Geld. Die haben alle kein Geld irgendwie. Der hat viel Geld, aber er macht auch Minus. Die machen alle Minus hier bei mir. Echter Wahnsinn. Ach Gott, haben die manche Schulden hier. Das ist ja nicht normal. Das sind ja schon wieder Rebellen. Sag mal. So. Müsste jetzt eigentlich auch die Ming angreifen, ne? Aber die sind noch ein bisschen im Krieg, dann geht's. So, ihr lauft darüber, du läufst auch darüber. Dann haben wir schon mal drei Armeen, mit der hier oben noch. Könnte reichen. Unter Umständen. Nee, du kommst mal hier rüber. Wir brauchen dich mal hier. Oben ist auch noch eine, ne? Genau. Frankfurt gewonnen. Sehr schön. Wen haben wir noch mit Frankreich? Bis 14. Ist auch nicht mehr lange. Fürchte ich. Mal gucken, wo die alle hinlaufen hier. Gehst du dahin? Du gehst dahin. Okay. Passt. So, hier. Oh, Junge. Bleib halt nicht stehen da. Und ist ja auch noch eine Festung. Na, ganz geil. Ist ja jetzt schon nervig. So, wir können noch mal Frieden machen, oder? Kurz überlegen. 74%. Nehmen wir Flandern noch raus, komm. Ach, ich habe wieder vergessen, Bündnisse aufzukündigen. Fällt mir da gerade so ein. Okay, die haben eh nicht viel. Flandern ist raus. Wer ist denn das hier? Das meine ich Kanada, okay. Irgendwas habe ich besiegt. Keine Ahnung. Was das war. So, schaut es denn hier aus eigentlich? Gar nicht drauf geachtet, siehst du? Munsterische Nationalisten, na toll. Und walisische, oh Mann. Der hat schon wieder fette Rebellen hier, ne, ist ja geil. Zeit, dass wir die vernichten. Ganz eindeutig. So, Frankfurt können wir rausnehmen. Kriegsarbeitszone, Geld, Verträge aufkündigen, Bündnis, 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 Militärzugang. Okay. So, auch raus. Greift's mal an, Leute. Das wäre super, wenn das hier. Ach, Hamburg.
Ambosch nervt. So, müssen wir mal schauen hier, wegen den Armeen. Sehr gut. Die führen jetzt Krieg untereinander, so muss das sein. Was hat ein Konkur eigentlich für eine Militärtech? 24. Mann, die sind höher in der Militärtech als wir. Ist ja schlimm. Nee, nee, nee. %80. Ich brauche mal wieder, ne? Typen. So, schauen wir mal. Kann ich komplett nehmen? Könnte ich komplett nehmen. Das ist ja spitze. Gibt wieder Überdehnung des Todes, das sehe ich schon. Ich sehe schon. So. Haben wir noch einen Anführer mal zufällig? Danke. Oh, Osmani Südafrika. Sieht das nicht gut aus? Ein Traum. So. Jetzt haben wir ja wahrscheinlich wieder Überdehnung des Todes. Ja, das habe ich befürchtet. Aber dagegen gibt es ja ein Hilfsmittel. Entwicklung ist ja unser geringstes Problem hier. Würde ich mal behaupten. Ne? Das ist noch eine Provinz. So. Dann haben wir nicht ganz so viel Überdehnung. Okay. So, ich werde jetzt mal das hier rausnehmen. Ich kann bei dem Geld eigentlich nicht mehr sparen. Das geht nicht. Das kann ich nicht tun. Ich muss einfach mehr Geld verdienen. Ah, den kann ich wieder nicht befördern. Shit. Das ist Mist. Ich brauch mehr Geld. Gib mir mehr Geld. Den kann ich auch nicht gebrauchen. Ziehen verbessern. Ja. Eine Möglichkeit. Ich brauche nicht mehr diplomatische Relationen. Das ist Blödsinn. Ich bräuchte hier einen, den ich befördern kann. Das wäre gut. Und das mal so, mal gucken, was wir dann rauskriegen. So, die schnappen sich mal hier die Rebellen. Hier bei 21%, das ist okay. Hier oben hatte ich dann nicht eine Armee irgendwo. Lauf da rein, habe ich gesagt. Da bist. Komm doch mal hier rüber. So. Ach, guck mal, der hat 27.000 hier unten zum Beispiel. Das ist schon mal sehr gut. Pause. Ein bisschen gucken, was die Russen machen. Die wollen mich nicht angreifen anscheinend. Das ist gut. Bin ich für. Ah, sehr cool. Ah, jetzt hat er wieder da drüben gelagert, ne? Das ist echt schlimm. Mann, Mann, Mann. So, auf die Festung. Das sind auch noch 28 Schiffe. Die dümpeln da auch noch ein bisschen rum. Der hier auch. Ich habe noch so diverse Schiffchen rumstehen. Ah, okay, die übernehmen die jetzt. Na, endlich. Das ist gut. Komm, jetzt sie dir rausnehmen mal.
Schade. So. Wunderbar. So gefällt mir das. So, dann müsst ihr mal jetzt hier rüberkommen. Komm her. Okay. Ah, jetzt habe ich da den Commander vergessen. Naja, nicht so schlimm. So, weniger. Malwa läuft noch. Da müssen wir noch die Festungen erobern. Transoxianien ist dann noch irgendwann dran. So, mal gucken hier. So, wir haben ja eine Belagerung gewonnen. Das ist sehr gut. Dann werden wir einmal hier rüber gehen, das entlagern. Dann blockieren wir ja gleich den Weg. Dann kommt er mit seiner Armee nicht mehr rüber und wir können ja alles belagern. Beziehungsweise, ja doch, eigentlich schon. Oh Gott, haben wir eine Überdehnung wieder. Fast 200%. Uiuiuiuiui. Oh, das hier hätte ich gar nicht bündeln brauchen, oder? Na doch. Was habe ich jetzt erobert? Das hier habe ich erobert. Und das auch noch. Die Festung reißt mal ab. Sie mehr Festung abreißen, glaube ich. Das ist zu viel. Das hier oben zum Beispiel. Wenn ich jetzt die hier abreise, dann kommen sie alle durchgelatscht. Das ist halt unter Umständen blöd. Ne? Na, die hier können wir abreißen. Die ist nicht nötig. Den Kreml. Nee, die können wir auch abreißen. Warum? Ach. Nein, hallo? Jetzt, danke. Hier sind schöne Festungen, die lassen wir, die stehen da ganz gut. So, jetzt haben wir ja schon wieder Nationalisten, super. Kann ich nicht gebrauchen. So. Oh, das sind irgendwie mehr geworden. Na, geil. Okay, das ist sehr doof. Sehr, sehr doof. Okay, das ist ein Problem. Müsste ich die Armee eigentlich mal aufrüsten? So. Das nützt leider nichts. Ich will ja keine Truppen mehr haben, ey. Das ist so belastend. Was macht ein Bahamas eigentlich? Nicht. Bahamas läuft nicht zurück, ne? So. Könnt deine Schulden tilgen, machen wir aber nicht. Das sparen wir uns. So, wir haben jetzt immer noch eine mögliche Überdehnung hier. Das ist echt der Wahnsinn. Ah, ist das doof. Wir können eigentlich gar kein Land mehr nehmen. Nicht so wirklich, aber ich muss eigentlich. Könnte ein Problem werden, gleich. Mal gucken. So, hier werden schön die Rebellen gemacht, wie es scheint. Die laufen alle da hoch, weil wir noch die Irokesen und sowas angreifen müssen. Nächste Gelegenheit. Was ist das hier? Dakiva, wer bist du denn? Okay. Kommt mal hier rüber.
Beziehungsweise kümmert euch einmal um die Rebellen da kurz. Den werden schon gemacht. Die mit Portugal in Krieg, das ist okay. Dort ist okay. Okay. Okay, dass ich okay gesagt habe. Und da wurde irgendwas wieder konvertiert. Sehr schön. Ach, Moment. Wir müssen hier mal ein kleines Handelshaus weitermachen. Ne, da habe ich schon. Mache ich hier ein Handelshaus draus? Eigentlich schon, ne? So. Dann sieht die Sache nämlich schon anders aus. Und machen hier weiter. Sind wir nämlich genau bei 100% auch. Rebellen erledigt. Und gleich zum nächsten. So. Dings hat mal Frieden gemacht. Es hat gepasst. Wir müssen ja dringend die Kamerun machen. Das funktioniert aber nicht ohne entsprechende Leute. Ne? Den kann man auch nicht befördern. Wie soll ich denn da mehr Punkte bekommen? Hä? Komm, wir hauen den auch mal raus. Die hauen wir auch mal raus. So. Minus 87. Kriegen wir das irgendwie gesteigert? Eigentlich nicht, ne? Dazu singen können wir auch nicht. Da brauchen wir nämlich Admin-Macht, die wir nicht haben. Wir müssen die halt noch weiter befördern hier. Den hier können wir erstmal befördern. Wie schaut es hier aus? Ah, wir haben es ja fast hier. Auch. Wenn ich das mache, gibt es Inflation. Davon haben wir mehr als genug. Ich muss die Inflation eigentlich doch bekämpfen. So toll ist es gar nicht. Im Grunde aus, wir machen das so. Ehrlich um eins. Au. Nee, wir müssen es doch so machen, ne? Uff, da bin ich ja gleich pleite, oder? 44 Darlehen noch, was ich machen kann. Ist jetzt nicht so viel. Muss ich sagen. Wir sind bei plus 6,6. Das ist natürlich nicht so toll. Lassen wir es mal so. Dann gucken wir mal. Bringt jetzt zwar nicht so viel. Als Problemzeit, ich müsste es so haben. Wenn ich die wirklich tatsächlich senken wollen würde, tun. Und kann ich es eigentlich auch ganz lassen, ne? Steigt halt jährlich um eins. Was soll's? Was wir noch machen können, wir können das hier dann rausnehmen. Demnächst wieder. In einem Monat fast genau. Ist das auch. So, habe ich hier Schiffe gebaut? Wollte ich hier nicht Schiffe bauen? Mir war es so. Mir war es so, als hätte ich da Aufträge gegeben. Kann schon sein, ne?
wir hier die Burg wegmachen, die brauchen wir nicht. Hier können wir eigentlich auch mal wegmachen. Muss anders sein. Können wir diese hier wegmachen. So. Brauchen wir nämlich auch nicht. Okay. Die können wir auch wegmachen. Weg damit. Brauchen wir alles nicht. Die können wir auch nicht wegmachen. Bisschen Geld sparen, was die Burgen angeht. So. Okay. Sie erklären sich nämlich alle schön gegenseitig den Krieg. Das ist wunderbar. Die zögern wir einfach so lange hinaus, wie es geht. Würde ich sagen. So, Pole wird angegriffen. Die zwei. Lauf darüber, okay. Können wir die hier mal rausnehmen? Wo sind die Schiffe? Da sind die Schiffe. Er kümmert sich dann gleich um die Rebellen. So, hier oben sind wir dabei. Das könnte reichen. Transoxianien. Steht jetzt da nur rum, ne? Ist aber okay. So, Vijayanagar. Das müsste ich eigentlich alles Bahamas geben, ne? Bahamas. Okay, den Rest mache ich dann später, obwohl so viel ist es jetzt nicht mehr. Das sind ja nur die zwei. Okay. Das würde ich ganz selber nehmen, vielleicht. Mal schauen. Okay. Ja, das müssen wir erstmal befreien, sonst können wir da nicht weitermachen. Nächstes werden dann die Ming, aber das machen wir dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Greifen wir die dann an. Air und Mali müssten wir eigentlich auch mal, ne? Sind halt mit Mali verbündet. Die würden sogar mit AI auflösen. Ja, super. Okay, dann löst das mal auf. Wunderbar. Dann können wir nämlich AI angreifen mit Fulbe. Genau, dann schnappen wir uns AI. Das passt. Hier wird erobert. Da auch. Ja, läuft. Ne? Sind alle noch im Krieg. Wunderbar, okay. Dann war es das für heute. Ich danke dir fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.